Heute gibt es was Großes. Eine Liege. Nicht irgendeine Liege, sondern eine ganz spezielle Liege. Eine Liege mit einer Form, die so keine andere Liege aufzuweisen hat. Eine ovale Liege. Das Levelite Oval Bed System von Tracker. Die Meldung zu dieser Liege vor etwas über einem Jahr auf Capzilla wurde 7000 Mal gelesen, ja. In Schriftform. 7000 Mal das geschriebene Wort im Internet. Der Beitrag. Ihr habt's übelst abgefeiert. Mega Interesse. Der Gedanke dahinter ist, dass die Liege durch ihre Form in einen Schirm viel weiter nach hinten passt und dadurch mehr Platz bietet. Ganz logisch, ne? Seitdem ist es allerdings recht still geworden um diese Liege. Also, ich habe nicht mehr viel drüber gesehen, gehört, gelesen. Und ich dachte mir, es wäre doch sicherlich an der Zeit, sich das jetzt nochmal persönlich anzugucken. Denn ich finde es ein sehr innovatives und interessantes Produkt. Allerdings der Preis. Dieses System, dieses Schlafsystem kostet 500 Euro. Gucken wir es uns mal an. Ich frage mich, ob diese Liege hier drauf passt. Komplett drehbare Füße. Und die haben ja auch so ein richtig geiles System. Das muss man nur einmal drücken. Das ist ein patentiertes System. Das sitzt auch super fest. Also funktioniert natürlich auch andersrum, wenn man die Liege quasi richtig rum hat. Passt genau nicht drauf. Das heißt, wenn ihr euch die Liege gerade stellt irgendwo, ihr kennt das Problem ja dann, dass man dann gerade wenn die hinten im Schirm irgendwo ist, einfach nur kurz und dann fällt es bis zum Boden und steht so, wie ihr es haben möchtet, ihr lasst los, rastet ein. Und der Tisch weg. Die Beine hier sind ja interessant, sowas habe ich noch nie gesehen. So kleine, ach, weil das oben so eng ist, aber das gucken wir uns gleich genauer an. Kennen wir schon von der, das Problem hatte ich schon mit der Fox-Liege. Das gibt sich aber tatsächlich recht schnell wieder. Und das macht alles hier einen sehr, sehr guten qualitativen Eindruck. Was mir gleich auffällt hier bei dem Schlafsack ist, dass der Panikreißverschlüsse hat. Kommen wir also erstmal zum Schlafsystem. Das ist ein 3-Season-Schlafsystem. Heißt für Frühjahr bis Herbst gut geeignet. Es gibt eine Erweiterung auf ein 5-Season-Schlafsystem, also dass ihr das ganze Jahr damit auskommt durch so eine Decke, beziehungsweise gibt es auch eine komplett austauschbare. Heißt, ihr könnt auch ein 5-Season-Modell wechseln, indem ihr den Schlafsack komplett wechselt oder eine passende Überdecke, die es auch gibt, euch dazu kauft. Beides ist natürlich optional. Der Schlafsack an sich macht einen sehr guten Eindruck. Ist super leicht. Macht einen gemütlichen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Schauen wir uns mal kurz die Liege an, denn die ist schon besonders. So, also sieht jetzt so aus, ja. Und was halt sofort auffällt, ist, dass sie im Kopf und im Fußbereich schmaler ist, dadurch ist sie natürlich oval. In der Mitte ist sie normal und gemütlich. Ja, also meine Freunde, das hier ist super gemütlich.
Die Liege ist 2,13 Meter mal 93 cm. In der Höhe verstellbar von 33 auf 42. Und der Rahmen ist ein Aluminium- und Stahlrahmen. Es gibt hier keine abstehenden Teile, man kann also überall gemütlich liegen. Ach, hör mal, so ist das fest. Die sitzt ziemlich fest, ich mag das, hat aber eine dicke Polsterung und lässt sich hier unten sogar noch einstellen. Also das Produkt wirkt sehr, sehr wertig. So wie die Liege jetzt dasteht, wiegt sie übrigens 11,7 Kilo. Mit Schlafsack 15,2. Oh, die ist super gemütlich. Oh. Ganz schön anstrengendes Unboxing heute. Ich komme auch ein bisschen ins Schwitzen. Aber gucken wir uns nochmal hier an. Was ich noch zeigen wollte, ist hier an den Reißverschlüssen, da gibt es so eine Überlappung. Also, dass die warme Luft euch an den Reißverschlüssen nicht abhaut, aber auch keine kalte Luft hereinkommt. Ja. Ja, je nachdem, wo du sie im Internet bestellst, kostet das Teil wirklich zwischen 400 und 500 Euro. Ist kein Pappenstiel, aber wenn ich zurückdenke, waren früher Liegen unter diesem Preis gar nicht zu haben. Es ist sehr lange her, ich gebe es zu, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Aber diese Liege hier ist wahnsinnig gut verarbeitet. Punkt 1. Punkt 2, ihr habt den Schlafsack mit drauf, der auch wahnsinnig gut verarbeitet ist. Kann jetzt als Punkt 3 sehen oder nicht, aber doch. Komplettes Qualitätsprodukt. Ihr habt mega gute Features, wie mit den Beinen und diesem flachen Profil und solche Sachen. Und diese Liege wurde entwickelt. Das heißt, das ist jetzt keine 0815 Standardliege, sondern es ist wirklich mal was anderes. Und jetzt nur mal zu dem Thema, dass sie jetzt an den Füßen schmaler ist und auch am Kopf. Also das merkt man nicht, wenn man drauf liegt. Außer man hat so dicke Eier, dass man mit mega breiten Beinen schlafen muss. Aber ich sag's für mich jetzt so im normalen Schlafalltag ist es hier total cool und ich finde es sogar besser, weil es an den Füßen wärmer ist dadurch, dass es nicht so breit ist und sich nicht so viel Luft ausbreitet. Und ihr kennt das, wenn ihr im fetten Schlafsack liegt und euch da manchmal so das Bein rüber fällt, dann kommt es in so eine eklig kalte Zone, weil der Schlafsack sich nur an der Stelle aufwärmt, wo er sich um euch herumschmiegt, gerade bei diesen mega breiten Schlafsäcken. Und deswegen schlafe ich sogar sehr oft in einem Mumienschlafsack aus dem Outdoor-Bereich. Ich benutze seit Jahren eigentlich keinen Schlafsack mehr aus dem Angelbereich, außer bei solchen Sleeping Systems. So, ich muss jetzt hier aber noch mal raus, mir wird es hier ganz schön warm drin. Aber mein Fazit ist, es ist definitiv eine coole Liege. Die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, falls ihr auf der Suche nach einer Liege seid. Auch wenn sie vielleicht nicht ins Budget passt, guckt sie euch erst an, denn vielleicht habt ihr daran viele Jahre Spaß und einen gesunden Rücken. Also gerade so diese Features, wie dass es einstellbar ist. Jetzt der erste Liegetest war der absolute Hammer. Sie ist fest, aber trotzdem ist sie sehr gemütlich und weich. Und jetzt kommen wir zum besten Teil dieses Videos, denn wir verlosen jetzt diese 500-Euro-Liege, okay? Ehrlich gesagt, ich würde sie gerne selber behalten, aber die muss raus an euch. Ich will heute, wie in jedem Unboxing, jemanden glücklich machen. Denkt dran, ich verlose in fast jedem Unboxing die Produkte, die ich auspacke. Schreibt mir unten rein, warum gerade ihr, warum gerade du, besser gesagt, diese Liege brauchst. Kein Unboxing und keine Verlosung verpassen. Also unbedingt hier oben abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitmachen und hoffe, das Unboxing hat euch gefallen.